Grüß euch Leute, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich stehe gerade beim Einstieg zum Venediger Nordgrat, Großvenediger. Das ist der anspruchsvollste Normalanstieg auf dem Großvenediger, auf die Weltalte Majestät. Und ich bin nicht ganz allein. Da fahren sie jetzt in Ande und in Dom. Und zu dritt nehmen wir ihn mit auf den Großvenediger. Es ist noch zum Dazusagen. Wir stehen dann beim oberstmöglichen Einstieg in den Nordgrat. Man konnte den eigentlich von viel weiter vorn auch machen. Aber der Wetterbericht für heute meldet ab Mittag eine Wetterverschlechterung und darum haben wir uns dazu entschieden, im obersten Bereich, wo auch die Schlüsselstelle drinnen ist, zuzusteigen. Ich hoffe, die Dokumentation gefällt euch. Viel Spaß, kommt mit und schreibt es mir in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Viel Spaß! So, zweite Nacht auf der Kürsinger Hütte. Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Weiße Aufkleber. Alpenvereinsmitglied. Ja, brutal. Brutal. Dann schreibe ich die Nummer da auf. Mach das. Probieren wir. Jawohl. Mach das. So schaut da das Zimmer aus. Und draußen regnet. Ich glaube, das wird morgen klettern im nassen Fels mit Andi, Tom und Franz. Viel Spaß, gute Nacht, bis morgen. Ich sage, guten Morgen nochmal. Es ist kurz vor 4:30 und wir starten Richtung Berg. Good morning, Vietnam. Was? Zwetschgenhorn. Zwetschgenhorn, Kogel, Nordwand, Nordgrat. Ja, Minimum. Geht schon, gehen wir. Wie man sieht, ist da auch in der Nacht gut markiert. Nicht gelb, wir haben Angelus, sondern rot-weiß. Das Rot haben wir jetzt vergessen, jetzt kannst du fast meinen, du bist in Polen und nicht in Österreich. So, und rein ins Salzburger Pulver. Juhu! Pulver! Unseilplatz am Gletscher auf 2,8. Jetzt geht es da zuerst über den Abbanteil rauf. Sieht man aber nicht. Über den upperen Gletscher angeseilt, weil in 10 Minuten müssen wir sowieso anseilen. Haben wir gesagt, wir machen das auf einen Dusch. Da fahren sie jetzt eh schon. Venediger. Und der Grat, der aufwärts wird, ist der Nordgrat, unser Ziel. Und von hinten kommen wir her. Da drüben ist, glaube ich, das Zwischensützbachtel. Wir gehen jetzt da gerade vier und steigen im oberen Bereich ein. Ich weiß nicht.
So, über den Gletscher sind wir raufgekommen. Da geht es jetzt ein paar Runde und über den Vierenrucker zum Einstieg und dann links über den Grat auf den Gipfel rauf. Coole Gegend da. Oben schön der Grat. Da hinten bis zum Gipfel auf. Sehr schön. Letzte Schneekuppe. Dann sind wir beim Grateinstieg. Da unten sind wir jetzt hergekommen. Und da ist richtig schön. Cooles Becken. Und da geht es gleich links rauf. Ja, über die Nacht hat es ein bisschen kränk. Das ist eine blöde Eisglasur im Zustieg gewesen. Haben wir uns dazu entschieden, dass wir das doch da ansichern. Der Andi steigt da gerade vor. Der Dom wartet jetzt, bis er einen Stand macht. Dann kommen wir nach und dann hängen wir auch ein. Das ist der Plan einmal. Ich bin noch heute, aber nicht die Zwischensicherung. So, jetzt ist einmal Spaß hier. Ja, der Andi darf jetzt mittlerweile am Grat oben sein. Da rauf. Die ersten zwei Seillängen waren auch nicht so schwer. 2er 2+ Gelände vielleicht, oder? 2+ ungefähr. 2+. Aber mit der, mit der Eisglasur war das nicht ohne. Es hat eben gestern auf die Nacht gekränkt. Und da herum hat es halt ein bisschen geschnieben und kränkt auch. Und da ist halt ziemlich zum Aufpassen, jetzt sicher mal alles, ja. So, jetzt sind wir da hinten über den Grat hergekommen, das war 1-2 das Gelände. Da geht es jetzt dann weiter und da vorne sieht man eh schon einen Groß-Venediger Gipfel. Ein wenig windig ist. Griff hat jetzt auch noch ein Dami ran drin. Was sagt da? Ja, auch ein Dami ran drin, sagt er. Dumme Runde. Oh, jetzt ist er aber da drüben. Ja. Jetzt ist einer drin. Ja, vor allem, wenn du das durchsicherst. Braucht man Zeit,
Zeit einplanen. Gut, dass wir so früh weg sind. Da haben wir am Luxusstandplatz mit Andi und mir. Jetzt haben wir gesagt, jetzt gehen wir da mal seilfrei rein und schauen. Der Andi hat sich übrigens vor ein paar Monaten den Hax gebrochen. Und eine Thrombose auch noch. Jawohl, und schon sind wir herüber. Der schönste Blochhaufen Gradanstieg ist das. Zwetschgenkogel Nordgrad. Es wobbelt. Aufgehen, da unten ist der Schoder, den siehst du, aber da sind auch lockere Griff. Muss nur schauen. Ist aber nicht schwer. Ich hab unten durchgerechnet, cooler gefunden. Da kommt links um den Eck um ein schöner Griff, ja, genau da rein, noch ein Stück weiter dann. Gerade noch ein bisschen um. Ja, der ist seitlich, ja, genau. Von links noch.
Jawohl. Du sagst noch bis zur Hummer. Ja. Greifst du mal schön auf in den Krieg. Jawohl. Greifst du da? Ja, genau. Super. Sehr schön. Ja, Oma, das ist echt Leder. Ich bin da auf der linken Seite vorbei an die und nachher da raufgestiegen. Über den Kopf? Ja, genau. Ja, hopp, ja. Und dann bin ich aber da unten da, wo die da rauf und da hast du nachher einen dritten ins Ton steigen kannst. Noch eins rauf und dann siehst du es her. Da kannst du ansteigen und da kannst du anhalten. Der ist locker. Genau. Hüpft er da oben gleich mal um den Block mit einer langen Schlinge, he? Rechte. Oh, ja. Wo du deine rechte Hand jetzt gehabt hast. Ja, den hätte ich jetzt. Ach so, ja. Weißt du nicht? Ja, passt da. Wir haben da gleich mal eine Sicherung reingehört irgendwo. Ja. Da hinten geht's rauf. Und jetzt da weiter. Kriminell sind wir, sagt der Andi. Hoffentlich sperrt uns niemand ein. Jawohl, Friends mitnehmen. Die war für euch. Ja. Wenn ihr gelernt habt, da gehört das Länge rein. Ich sag, da gehört eine Sicherung rein. Da ist ein Unterschied. Jetzt wissen wir, warum du der Dommeier bist, weil du Schlinge einlegst. Warte mal. Ich mach mir das da länger, weil das ist uninteressant. Passt schon. Läuft da. So. Und das ist jetzt die Schlüsselstelle, wenn es stimmt. Ist es so? Oft ist es so. Schwerer wird es nicht mehr. Ja. Haben wir da eigentlich eine Redundanz drin? Ja, ja. Ich habe eine Redundanz drin, da habe ich gerade reingeschaut. Ich wollte nur mal nachschauen. Deckst du den? Ja, ich sehe es jetzt so. Das film das nicht, weil das ist ein bisschen ein Wirrwarr. Der ist so ein Wirrwarr, wie wir auch Wirrwarr sind. Aber es ist eh wurscht, stell dir am Anfang vom Video, dass nicht alles der Lehrmeinung entspricht. Außerdem gibt es keine Lehrmeinung, es gibt nur unsere Meinung. Genau, weil es ist kein Lehrer da. Schau mal, weißt du, wenn es mir jetzt am Schädel fällt, bin ich grantig. Wenn es mir jetzt am Schädel fällt, bin ich grantig. Das ist eigentlich schon geil. Die drei Humpelhaxen. 3G-Behinderte am Venediger Nordgrat.
vor allem er der stärkste nicht an, muss seinen Hax aufheben. Hast du das gesehen? Weißt du, dass du deinen Hax aufheben hast müssen? 3 Gehbehinderte in der Schlüsselstelle. Ich bin in meinem Leben noch nie so viel mit Knie geklettert wie heute. Jetzt weißt du, wie es mir alle weggeht. Ja. Die haben uns überhaupt voll schön eingebaut. Ja, dabei kannst du den Fels eigentlich mit Friends eh schön aussehen. Ja. Ja, wurscht. Aber es ist nicht schlecht. Und nein. Vor allem bis daher ist eh nichts gewesen. Nein. Bis daher musst du eh erst einmal kommen. Dass du nullen? Dass du da nullen? Sag einmal, jetzt lasse ich auch meinen Vortritt und er nullert. Okay. Nass. Feuchtgebiete am Venediger. Ja, mir war lieber, es war ja besonders feucht, also der Stein da. Zum Beispiel meine Kehle mit Bier. Das ist, was du schon wieder denkst. Das lässt viel Interpretationsspielraum, gell? Nein, keiner denkt so grausig wie du. Ja, eh. Da, jetzt musst du nochmal hochkriegen und die ganze Schlosserei, was du von uns jetzt mitgenommen hast, nochmal einbauen. Dass es auszahlt. Die Seillänge machen wir jetzt zweimal, weil es so schön ist. Ja. Das ist der Klettergarten am Großvenediger. Zu den 2 Bohrhaken musst du gehen. Ich bin auf einen Auge blind und sehe gar nicht zwar. Was da unten geht? Weißt du, was am Anfang war? Wir sind jetzt da unten hergekommen, über die Platten rauf. Da unten, über die Platten unten. Und da geht es jetzt an rechts vorbei. Nehmen wir weit zum Gipfel. Die Messe von Tobi. So, da hinten sind wir hergekommen, zwei Gelände. Ja, da vorne sind wir jetzt hergekommen. Cooler Tiefblick. Und wir haben gesagt, jetzt sichern wir da auch noch einmal Gach auf. Was? Klemmschuh? Klemmschuh und Faustriss. Ja, Klemmschuh und Faustriss. Und da oben seht ihr schon das Gipfelkreuz. Magst du nicht nochmal einen Freund einballern? Magst du keinen Freund einballern? Ja, musst du nochmal 3 Meter zurücksteigen. Ein Schlingei. Ein Schlingei. Eine Schlinge! Wahnsinn!
Aktivitäten. Immer diese Action-Adventure-Touristen, gell? Ja. Ich bin ja schon eher in so einem Alter, wo man Salzspiel und Brief machen möchte. Was tust du oft da noch? Briefmarken suchen. Hast du noch nicht gefunden? Eine Briefmarke. Teil 1. Ein Haufen, aber auf der anderen Seite. Jawohl. Nicht auf der Kletterroute. Jawohl, Haufen. Was heißt denn den Kletterroute? Also beim Ausstieg, ich weiß nicht, ob er drauf war, aber da hat er beim Ausstieg reingeschissen, ich weiß nicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt herum am Venediger, Bergheil. Voll cool war es. Unten eisig, schottrig, brüchig. Und jetzt sind wir gerade sogar allein, weil die gingen alle. Aber wir werden auch nicht weiß gut, wie lange herumbleiben. Aber fesch war's, fesch war's, fesch war's. Und? Der Franzi, der Dommei und der Andi, wir gingen ja nicht umsonst. Wir hätten da noch, wir haben ja auf unserer Helmwahl, wo er sieht. Ja, da, 60 Sekunden. Ich gemeinsam einen Klettermeter mal zwei nehmen, hätte ich da gesagt. Ja. Ich habe jetzt 1200 auf der Uhr. Hätten ungefähr. Wir. 1197. Was? Ein paar Meter. 1197, da sieht man es. Da haben wir. Genau. 3657 Meter. Wir gehen nämlich fürs Alpine Team Austria gehen wir Höhenmeter. Genau. Und auf 1100 müssen wir heute noch runter. Genau. Und für jeden Höhenmeter im Aufstieg gibt es 1 Cent für wohltätige Zwecke. Und das heißt 1197 mal 3. Haben wir gleichzeitig eine gute Sache auch gemacht. Wenn es euch gefällt, Daumen rauf. Und auf das trinken wir jetzt an. Jawohl, Prost! Apartment Bergverliebt, schaut unbedingt vorbei, verlinke ich auch. Ah! Ich komme gleich danach, gell? Ah, du kommst dort. Geht tschüss. Das ist ein gutes Schnaps, also Gang. Brutal. Tom, ist bei dir finster, weil die Hirnbirnen leicht. Aber so kann man einschalten. Ja, jetzt brauchen wir es eh nicht mehr. Gewaltig! Da hat der Franz gestern schon einen hingepickt. Nein? Ah ja. Aber da kommt jetzt ja noch was. Ja, nach netter Gipfelpause vertschüssen wir uns jetzt wieder. Und heute zieht man mehr oder weniger den Abstiegsweg auch ein. Und zwar da vorne zur Venediger Scharten und dann runter. Abstieg Venediger Scharten. Da führe ich jetzt. Jetzt sind wir gleich bei der Venediger Scharten. Und da vorne ist nachher wahrscheinlich mehr oder weniger unser Schlüsselstall. Der Schnee ist schon wach. Und da ist man ziemlich schwindelige Schneebrücken drinnen. Ja, das ist so die schwindelige und jetzt gehen wir außen um. Da gerade Tiere, oder? Das passt ja. Wieder. Nein, ey, du brauchst eh gleich umsteigen. Wenn es stimmt. Ja, aber da kann ich aufsteigen.
Schau, wie schön, dass ich das gemacht habe. Brutal. Brutal. Früher war ich gelaufen. Da warst du drüber gelaufen, da kommt der Kreis. Da hätte ich nicht einmal gemerkt, dass so eine ist. Da geht's auch tief rein, oder wie? Ja, aber da war ich hab's noch. Ich hab da war ich noch. Ich brauch noch einen Schritt, gell, dass ich umkomme. Ja, das Unangenehmste haben wir hinter uns. Jetzt geht es da runter und da links sind wir zugestiegen und davor zum Grat. Falls ich es heute nicht mehr ins Tal runter schaffe, dann mache ich es mir da unten kuschelig. Dann schlafe ich da rein. Ha? Ja, das war ein super Örtchen für ein Notbiwak. Da hat der Ötze einmal gerastet, der Ötze. Ja. Ja. So, wo gehen wir jetzt? Da führe. Ötzi, wo bist du? Huhu. Unendliche Weiten. Raumschiff Enterprise. Yeah. So, voll perfekt. Oben haben wir noch gesagt, bitte schon erst Schiffen anfangen, wenn wir vom Gletscher herunter sind. Jetzt sind wir herunter und es schifft. Juhu! Wir waren am Berg. Schon, gell? Ja. Auf dem Zwetschgenkogel, Kogel Nordgrat. Wir haben es wieder geschafft, gell? Ja, sei. Ah, gewaltig. So laut die Wald fehlen. Jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Ja. Trinken wir, jetzt trinken wir noch einen Kaffee, Charles, so schaut's aus. Und der Andi auch daher. Also für den Andi einen richtig fetten Daumen nach oben. Was sich der da aufgebildet hat mit seinen Haxen. Mein Dom und mich hat es ja auch, aber. Mit einem gebrochenen Hax und einer Thrombose. Ich bin nicht schön, glaube ich, dabei. Fett. Der Beißer ist auch da. Der Beißer ist da. Was auf der Blut bist. Yes. Trinken Kaffee, hä? Ja. X. Du wolltest eh die Flaschen haben, ja. Guck mal, ist da noch so eine Gummibärle da? Ja, nur. Nur eine Gummibärle, man muss sie stärken. Hofer. Vom Hofer, Gummibärle. Aber das ist schon immer wieder fest, gell, wenn man zum Kaffee trinken geht. Zum Kaffee ein Bier dazu ist auch das Beste, sicher auch so. Jetzt bei dir mit Taxi. Ja, unten frage ich nachher, ob ich ein Taxi kriege. Ab 4 Uhr fahren scheinbar. Winzka. Jawohl, gewaltig. Der große Venediger spuckt mich schon langsam wieder aus. Ja, mit dem Materialseilbahn haben wir auch angefangen. Ja, aber Materialseilbahn
darf kein Menschenfleisch befördern. Nein, da sind Kühe auf, weil der Weg so breit ist. Kühe. Kühe. Mu. Da vorne ist eh die Oberkuh. Das ist riesig, die Sau deppert dich. Wir gehen in die falsche Richtung, der Pfeil deutet so auf. Da vorne unten seht ihr die Materialseilbahn von der Kürsinger Hütte, liebe Leute. Das ist für mich die Endstation der heutigen Tour. Ich habe Glück gehabt. Ich komme mit einer Gruppe von 7 deutsche Bergkameraden mit runterfahren, mit dem Taxi. Und ja, das war es eigentlich jetzt mit dem Venediger Nordgrat, mit Andi und mit dem Tom. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, gern wieder Daumen auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Tour, hinterlasst unten einen Kommentar. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video teilen würdet, beziehungsweise auch meinen Kanal weiterempfehlt. In dem Sinn, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Was sagst du? Ich sag, das Leben ist hart, sagt die Henna zum Wurm und frisst ihn zum. Ja, da ist was dran. Das sind Weisheiten aus den Alpen, merkt euch das, Leuteln. Achtung, Schafattacke. Karl-Heinz, ja, das H steht für Heinz. Und da vorne, vor dem Dommeier, das Schafe mit dem T drauf, das ist das Dommeier-Schafe. Das holt am Herzen aus dem Biergarten das Bier. Wie viele Terabyte an Videos hast du eigentlich schon? Sehr viele. Ich habe mir jetzt 2 neue Festplatten gekauft. Du kannst einmal das alles ausschreiben, was am blöden Sprich schon angekommen ist, weil dann haben wir schon das erste Bier gehabt. Die blöden Sprüche, das war schon eine 10-teilige Dokumentation mit jeweils Spielfilmlänge. Hey! Da schaut mal, was der Andi tut. Lulu! Mal schau, wie ein wildes Wasserl. Ja, wunderschön. Schön, gell? Ja. Da schifft's. Wohnt in da wildes Wasser. Ja. Hast du jetzt so noch Post zu einem Ferien oder nicht? Nein, ich bin da, ja. Es gibt der angenehmste Teil vom ganzen Tag. Ja. Wegen dem Satz die Tour eigentlich gegangen, gell? Ja, die Tour, wenn man mit dem Vorrad oder rausgefahren. Genau. Ich schreibe schon seit 5 Minuten. Wie einfach auf den Zeitbügel auf die Hut und zippe raus. Kommt's gut raus. Viert euch. Viert euch. Ciao.